Hallo ihr Lieben, Alex von Mecki hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Auf und wag es frisch, Freude und Sieg sind dein Lohn. Nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom, lassen sich von allen anderen treiben, haben weder Kraft noch Mut, was anderes zu tun, wollen in der großen Masse bleiben. Das ist kein Gedicht, das ich mir jetzt ausgedacht habe, sondern das ist ein Lied, das wir früher in der Kindergruppe unserer Kirchengemeinde gesungen haben. Und man muss ja heute, gerade auch als Christ, ein Fisch sein, der gegen den Strom schwimmt. Allerdings ist es den Kirchen heute schon wieder peinlich, sich gegen den Mainstream der Gesellschaft zu entscheiden. Deutlich wird das zum Beispiel bei der Frage nach Evolution oder Schöpfung. Hat Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen und am 7. Tag geruht? Oder hat er dafür einen Zeitraum von Millionen von Jahren gebraucht, um diese Welt zu schaffen und alles, was darauf lebt? Und so ist man jetzt auch schon innerhalb der Kirchen so ein bisschen gespalten darüber, ob das nun wörtlich zu verstehen ist, wenn Gott die Erde in 6 Tagen geschaffen hat, oder ob das vielleicht irgendwelche Symbolik beinhaltet. In einem Bibelgespräch sagte mal eine Glaubensschwester, bei Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre. Also kann es ja auch durchaus sein, dass die Erde in 6000 Jahren geschaffen wurde. Ich habe mich dann gemeldet und gesagt, ja, aber es steht in den 10 Geboten, wir sollen 6 Tage arbeiten und am 7. Tag ruhen. Und dort steht auch, genauso wie es Gott gemacht hat, der die Welt und alles, was darauf ist, in 6 Tagen erschaffen hat und am 7. Tag geruht hat. Wenn nun Gott 6000 Jahre lang geschaffen hat und dann 1000 Jahre lang geruht hat, dann müssten wir es genauso machen. Dann müsste die Menschheit 6000 Jahre lang durcharbeiten und dann am 7. Tag, also den Sabbatmillennium, dann halt ruhen. Und dann wohl denen, die im Sabbatmillennium leben, die können dann ihr ganzes Leben lang sich ausruhen, brauchen nicht arbeiten. Und wehe denen, die in den ersten 6000 Jahren leben, die haben keinen Ruhetag, die müssen immer arbeiten, durchgehend. Das kann es also nicht sein. Wenn wir es so machen sollen, wie es Gott gemacht hat, 6 Tage arbeiten und am 7. Tag ruhen, dann können das nur buchstäbliche Tage sein. Dann kann es nicht symbolisch sein. Heute tun sich selbst die Kirchen schwer damit, dass Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen und am 7. Tag geruht hat. Warum? Weil die Wissenschaft uns ja erzählt, es hätte sich alles von alleine entwickelt in einem Zeitraum von Millionen und Milliarden von Jahren, Evolution und so weiter und so fort. Und die Kirchen haben jetzt Angst, sich lächerlich zu machen, wenn sie sagen, Gott hat alles in 6 Tagen geschaffen und hat am 7. Tag geruht. Also legen sie sich natürlich jetzt nicht mehr fest. Denn sie wollen sich ja nicht blamieren. In meiner Konfession gibt es eine Generalkonferenz, die über unsere Lehren befindet. Wir haben keinen Papst, wir haben auch keine Synode irgendwo, sondern es ist eine Versammlung von Delegierten aus der ganzen Welt. Und dann stimmen weit über 1000, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Teilnehmer beteiligt sind, aber eine Riesengruppe stimmt dann über die Themen ab, die dann halt dort beraten werden. Um Missverständnisse auszuschließen, hat dieses Gremium jetzt auch festgelegt, dass es sich um 24-Stunden-Tage, ja um buchstäbliche Tage handelt und nicht um symbolische Tage. Das gab in einigen Teilen der Welt, gerade in der westlichen Welt, einen großen Aufschrei. Ja, wir können doch die Evolutionisten nicht jetzt hier einfach riskieren mit einer solchen Entscheidung und so. Ich möchte euch gerne mal vorlesen, was Charles Haddon Spurgeon zu seinen Lebzeiten geschrieben hat. Er lebte von 1834 bis 1892. Ja, gerade gegen Ende seines Lebens wurde ja auch die Evolutionstheorie immer stärker in der Wissenschaft verbreitet. Und er schrieb damals als Antwort darauf, wir werden mit dem Schwert des Geistes, also der Bibel, die ganze Wahrheit als unser behaupten und werden nicht den geringsten Teil als ein Zugeständnis den Feinden abgeben. Die Wahrheit Gottes wollen wir verteidigen als die Wahrheit Gottes und wir werden sie nicht etwa deswegen festhalten, weil der philosophische Verstand seine Einwilligung dazu gibt. Wenn die Männer der Wissenschaft damit einverstanden sind, dass wir einen Teil der Bibel glauben, so sind wir ihnen keinen Dank schuldig. Wir glauben auch ohne ihre Einwilligung. Ihre Zustimmung ist für unseren Glauben von keinem größeren Wert als die Zustimmung des Maulwurfs zu dem Blick des Adlers. Da Gott mit uns ist, werden wir nicht aufhören mit diesem Rühmen der ganzen Worte Gottes und das Ganze der geoffenbarten Wahrheit festhalten bis ans Ende. Von einer solchen festen Einstellung haben sich die Kirchen in der heutigen Zeit leider entfernt.
Die Protestanten, die Reformatoren, hatten verschiedene Grundsätze, zum Beispiel sola scriptura, allein die Schrift. Aber gerade heute in dem Zeitalter der historisch-kritischen Theologie hat man sich davon natürlich schon verabschiedet. Man muss ja die Bibel prüfen und schauen, was davon noch relevant ist und was nicht, was realistisch ist und was vielleicht Hirngespinst ist. Ja, wenn wir so an die Bibel rangehen, dann geht es uns so wie dem amerikanischen Präsident Jefferson, der alles rausgerissen hat aus seiner Bibel, was er für Quatsch hielt. Und dann hatte er nur noch eine sehr dünne Bibel gehabt. Das ist natürlich nichts weiter als menschliche Willkür. Noch dazu eine sehr anmaßende, denn schließlich stellt man sich ja mit seinem Geist dann über das Wort Gottes und erhöht sich dann auch über Gott. Ein zweiter Grundsatz des Protestantismus war es, Kirche und Staat voneinander zu trennen. Denn in den Zeiten, wo Kirche und Staat nicht getrennt waren, sondern eine Einheit gebildet haben, da gab es die größten Gräueltaten auf Erden. Wir denken nur zurück an das finstere Mittelalter. Sowas durfte sich nicht wiederholen. Aber heute sind Kirche und Staat natürlich wieder Hand in Hand unterwegs. Und wir sehen es ja auch, wie viele Staatsoberhäupter beim Vatikan ein- und ausgehen und dort um Rat und um Wegweisung fragen. Aber auch die anderen Kirchen, die rennen dem Staat hinterher, gerade hier auch in Deutschland. Sobald irgendwas hier entschlossen oder entschieden ist, ja, da kommen dann die Klagateure aus den verschiedenen Kirchen und bringen das Ganze dann auch in die Gemeinden hinein. Da gibt es keinen Protest, keinen Aufstand, keinen Widerspruch aus den Kirchen, sondern es wird alles ganz brav und ganz fleißig mitgemacht und umgesetzt und die Wissenschaft hat ja recht und der Staat hat ja recht und es ist ja nicht so, dass Staat und Wissenschaft von irgendwo auch ihre Gelder herbekommen und dass sie dann vielleicht das Lied von irgendwelchen Leuten und Bewegungen singen, als das, wonach es augenscheinlich aussieht. Ja, und nun haben die Kirchen halt Angst, sich zu blamieren, wenn sie als lebendiger Fisch gegen den Strom schwimmen und so weiter, sondern sie passen sich an, sie machen mit, ja, der Staat hat recht, die Wissenschaft hat recht, das, was in den Medien verbreitet wird, das wird schon richtig sein und so. Und sie wollen da alle nur unser Bestes und wir wollen da alle mitarbeiten. Und es gab noch einen weiteren Grundsatz in den Kirchen und das war die Glaubens- und Gewissensfreiheit. Nach den Erfahrungen mit dem dunklen Mittelalter sollte jeder den Glauben leben können, wie er halt die Bibel und den Glauben versteht. Und da sollte jetzt nicht wieder angefangen werden, reinzureden, Vorschriften gemacht zu werden oder Meinungen zu normieren. Aber geht mal heute in eine Kirche und sprecht euch mal gegen das aus, was in der Gesellschaft üblich ist. Dann hört man schon so Sachen wie, du bist ja abgedriftet. Auch heute haben wir wieder so eine Wortwahl, die vielleicht die mittelalterlichen Begriffe wie Ketzer oder Heretiker ersetzt. Dennoch muss man auch heute wieder aufpassen, dass man nicht in Ungnade fällt und dass man ja nicht irgendwie was Falsches sagt, weil das dann auch in unseren Kirchen Konsequenzen hat. Leute verlieren ihre Ehrenämter oder werden vielleicht sogar ganz ausgeschlossen. Man muss ja schon Glück haben, wenn man mit einer anderen Meinung zumindest geduldet wird in seiner Kirchengemeinde. Wenn man sieht in der Geschichte, wie die Reformatoren oder andere gegen die herrschenden Klassen aufgestanden sind und sich gewehrt haben gegen Unrecht, gegen Willkür und gegen Diktatur, dann ist es echt traurig zu sehen, was heute aus den Kirchen geworden ist. Duckmäuser und Mitläufer. Ich selber bin Selbstdenker und deswegen werde ich nicht alles akzeptieren, was vorgeschrieben wird, aus welcher Richtung auch immer. Ich glaube nach wie vor an die Bibel als das Wort Gottes. Ich glaube nach wie vor an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Ich glaube an Gott Vater und dass es einen Heiligen Geist gibt, der uns führt und uns in alle Wahrheit führt, wenn wir offen sind dafür. Wenn wir in Kirchen sind und Gottesdienste besuchen, dann sind wir aufgerufen, genau wie die Christen in Beröa, die Paulus positiv erwähnt. Sie prüften alles anhand der Schrift, ob es sich so verhielte. Und auch wir müssen an der Schrift prüfen und dürfen uns nicht auf das verlassen, was Kirchenvertreter von sich geben. Denn da gibt es sehr viel Tradition und Menschenwerk und man muss schon genau schauen, dass man auf die Bibel gegründet ist und nicht auf irgendwelche Traditionen oder leeren Worte oder auf das Mitschwimmen mit dem Mainstream. Ich würde mir heute von den Kirchen wünschen, dass sie dagegen aufstehen und protestieren und Widerspruch leisten gegen das, was in unserer Gesellschaft, was in unserer Welt geschieht. Die Menschen werden verdummt, die Menschen werden manipuliert, sie werden mit Fehlinformationen, mit Fake News zugeschüttet
mit wissenschaftlichem Anstrich, Massenverbreitung durch die Medien und natürlich dem Brustton der Überzeugung durch die Politik. Dennoch dürfen wir nicht alles glauben, was aus diesen Quellen kommt, und wir müssen mutig aufstehen und die Wahrheit verkündigen, ob es denjenigen nun passt oder nicht, die diese Manipulation ausüben wollen. Wir sind unserem Gewissen und letztendlich auch unserem Glauben verpflichtet und nicht dem, was die Menschen uns aufdiktieren wollen. Und so müssen wir auch weiterhin unsere Stimme erheben und zeigen, dass wir nicht mitmachen. Das gilt gerade auch für uns Christen, aber genauso auch für Menschen außerhalb des christlichen Glaubens. Wir machen da nicht mit, und das sagen wir laut in Videos, auf der Straße oder sonst irgendwie nach unseren Möglichkeiten. Und ich danke jedem, der seine Stimme erhebt und eben nicht mitmacht. Und je mehr wir sind, desto höher sind unsere Erfolgsaussichten. Ich wünsche uns Gottes Segen auf dem Weg des Widerstands. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Teile dieses Video auf deinen sozialen Netzwerken nach deinen Möglichkeiten, über WhatsApp, Telegram, wie auch immer. Abonniere diesen Kanal auf YouTube, auf Rumble und auf Telegram. Auf Telegram habe ich noch weitere Inhalte, die ich hier nicht bringen kann. Und lass auch ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Dein Alex von Mackie.